Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Der Thyristor. Und zwar ein bisschen einen Überblick über den Thyristor. Also dieser Thyristor sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Diode, nur mit hier einem kleinen Häkchen dran. Und dieses Häkchen wird als Gate bezeichnet. Hier unten gibt es die Kathode. Kathode und hier oben die Anode. Ja, und wo unterscheidet es sich jetzt hier zwischen einem Thyristor und einer Diode? Und zwar dieses Gate. Und zwar, der Thyristor hat im Grundzustand, ist der in beide Richtungen sperrend. Also in beide Richtungen ist er sperrend, die Diode ist ja nur in eine Richtung sperrend und die andere Richtung ist es ja Durchlassrichtung. So, dieser Thyristor, den kann, also ich sag mal durchlassen, wenn der Thyristor entweder eine Spannung, die sogenannte Zündspannung überschreitet, wenn Zündspannung überschreitet oder wenn hier auf dem Gate ein positiver Stromimpuls am Gate, also ein positiver Stromimpuls, so, jetzt passt, ein positiver Stromimpuls am Gate ist. Also entweder wenn hier ein Gate ist, kann er durchfließen, oder wenn hier diese Spannung einen gewissen Spannungswert überschreitet, dann, ähnlich wie bei der Diode, lässt er durch. So, jetzt gleich zum anderen Punkt. Wie funktioniert das Durchlassen? Wie funktioniert das, wenn er die jetzt durchschaltet, das, nennen wir mal, Ausschalten? Das Ausschalten, wie funktioniert jetzt das? Also jetzt fließt er durch, weil entweder die Zündspannung überschritten wurde oder der positive Stromimpuls am Gate ist. Dann wird ausgeschaltet, wenn unterschritten wird. Unterschreiten von einem Haltestrom. Dieser Haltestrom, also dieser Strom, müsst ihr euch so vorstellen, also hier fließt Strom durch. Und dieser Strom lässt man langsam weniger werden und irgendwann gibt es da so einen Pegel und unterhalb dieses Pegels schließt der Thyristor wieder und sperrt komplett. Das ist ungefähr so 100 mA. Also je nach Diode, ich schreibe ungefähr 100 mA ist das Haltestrom. Oder es kann noch ausgeschaltet werden durch Umpolen des Thyristor in Sperrrichtung oder umholen, damit er in Sperrrichtung ist. So, das war mein kleines Überblicksvideo zum Thyristor. Also nochmal, Grundzustand ist in beiden Richtungen sperrend, aber man kann hier ihn entweder mit einem positiven Stromimpuls am Gate zum Durchfließen beeinflussen oder durch eine Zündspannung, wenn diese überschritten wird hier an der Diode, dann fließt es durch und dann wenn ihr im Durchlass ist, dann kann man ihn ausschalten, indem man den Haltestrom unterschreitet oder indem man die Thyristor umholt. So, ich hoffe, mein Video hat euch weitergeholfen, hat euch einen kleinen Überblick über den Thyristor gegeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.